Sandro Brugger, der Zweitplatzierte des Leobner Band Contest, ist diesmal bei mir zu Gast in einer neuen Ausgabe unseres Highway TV Rockblocks. Sandro, schön, dass du Zeit gefunden hast. Wie geht's dir? Was hat sich seit dem Contest bei dir getan? Danke, sehr gut geht's mir. Ja, viele Auftritte haben sich seit dem Band Contest ergeben. Natürlich haben wir jetzt, oder haben uns besser gesagt, in Lukas und mich, einige Leute noch angehört. Und vor 3 Wochen, glaube ich, war es in Pappuccino gespielt, bei der Ele Music Night, die erste. War eine total geile Sache und einige Lokale auch schon in Leoben bespielt. Was ja auffällt, in Leoben warst du alleine bzw. zu zweit. Heute seid ihr zu viert, das heißt, du hast eine Band gegründet, stimmt das? Ja, eigentlich gibt es uns schon länger, also seit vorigen Jahr schon. Wir haben uns getrennt gehabt, bin dann in Weg mit dem Luki zu zweit zuerst gegangen, haben ein bisschen vorgearbeitet, sagen wir mal so, aber es ist ohne die zwei anderen Burschen ist einfach nicht gegangen, wir gehören zusammen und somit haben wir gesagt, ja, wir versuchen es einfach nochmal. Wie heißt die Band jetzt und was für Musik macht sie genau? Weil du warst ja eher so der Schmusetyp, würde ich mal sagen. Das bleibt mir einfach behalten, das bin ich. Die Band heißt G-Stone Fury. Wir werden in Richtung Rock, Hardrock, Indie, Poprock gehen. Also es ist eine totale Mischung, weil wir total verschiedene Typen sind. Der Nischte zu meiner Rechten ist eher der Hardrocker. Luki auch mehr in Richtung Rock, ich eben der Schmusersänger. Und Max geht eher mehr in Richtung Punk. Also es wird, glaube ich, eine coole Mischung werden. Was habt ihr jetzt so bandtechnisch für Ziele? Das alte Jahr ist jetzt gleich einmal vorbei, dann startet 2013. Was habt ihr da für Pläne? Ja, ich habe es jetzt da gemerkt, dass ich in letzter Zeit das Ganze ein bisschen mit einem großen Eifer gemacht habe. Also es gehört dazu, man soll sich natürlich selber ein bisschen unter Druck setzen, dass was weitergeht, aber das war zu radikal und so. Jetzt haben wir gesagt, wir gehen es in Ruhe an. Ganz offen und ehrlich, wir sind zwar gefühlstechnisch keine schlechten Musiker, darf ich mal sagen, aber uns fehlt die Theorie und da haben wir einiges zum Aufarbeiten. Das heißt, man wird einmal eine Zeit lang jetzt nichts von uns so hören in der Öffentlichkeit. Vielleicht 1-2 Auftritte, ein bisschen Bühnenerfahrung noch sammeln und ja, Lieder schreiben, dass wir Material haben. Wie bist denn du jetzt persönlich eigentlich zur Musik gekommen oder vielleicht für euch alle so ein bisschen? Wie ist das bei euch entstanden? Weil ich glaube, du hast mir mal erzählt, die Leidenschaft war bei dir schon immer so ein bisschen da. Ja, eigentlich schon als kleines Kind immer fest mitgesungen und so, aber so richtig ernst genommen habe ich das erst vor 4 Jahren. Ja, die Musik war schon immer da, mich hat es immer inspiriert und begeistert, aber da habe ich gesagt, okay, irgendwann will ich damit einmal mein Geld verdienen. Habe dann in mehreren Bands gesungen, ein paar Leute sind mitgegangen, ein paar Leute wieder weg. Und voriges Jahr hat sich das eigentlich im Sommer ergeben, dass wir dann zusammengewachsen sind eigentlich. Erstes Mal in einer Band zusammengespielt haben. Und es ist auch einfach das Gefühl schöner, wenn mehr Leute da sind und wo man sich gegenseitig unterstützen kann und so. Und wir haben da alle aufeinander verlassen kannst, ne? Genau. Das ist das. Und der eine den anderen dann so ein bisschen pusht und mitzieht. Genau. Weil du das gesagt hast, also das Ziel ist dann doch irgendwie mal Geld damit zu verdienen. Also ihr seht es jetzt nicht so rein als Hobby, sondern ihr könntet euch da wirklich mehr vorstellen oder das wäre der Wunschgedanke dahinter. Das ist der Wunschgedanke, ja. Wobei es aber sicher ziemlich schwer ist. Das Wichtigste, was wir beibehalten müssen, ist, dass wir nicht die Freude daran verlieren. Das steht im Vordergrund, einfach mal so Spaß haben bei Musik machen. Mein größter Traum war jetzt einfach, so oft wie es geht, auf der Bühne zu stehen vor einem Riesenpublikum und die Leute mit meiner Stimme zu inspirieren und mit meinen Texten in meinem Leben weiterzuhelfen. Also das ist so meine Geschichte. Und ich glaube, das kennen wir alle miteinander. Wir teilen die Meinung und drum passen wir relativ gut zusammen. Ihr wollt die Menschen inspirieren, das sollen jetzt auch unsere Zuseher zu Hause merken. Was spielt ihr denn jetzt für uns? Here we are now. Dann, liebe Zuseher zu Hause, viel Spaß, lassen Sie sich inspirieren und hören Sie genau zu. We'll be right back.
Enjoy the song.